Frau Jakob stellt vor. Herzlich willkommen an diesem Sonntagabend. Ich habe hier einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, nämlich meinen Bürgermeister. Das ist der Hendrik Henneböhl aus Erwitte. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Vielen Dank für die Begrüßung und die Chance, hier zu sein, Anja. Dann machen wir uns mal eine schöne Stunde. Ich habe mir vor ungefähr 2,5 Jahren auf die Fahne geschrieben, ich könnte doch mal tolle Menschen aus unserer Region vorstellen. So jeden Monat einen nach dem anderen. Und so bin ich jetzt auch mal auf dich gekommen, Hendrik Henneböhl. Wir kennen uns so ein bisschen privat ja schon länger, deswegen, wer sich wundert, wir dürfen uns auch mal duzen heute. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein kann. Auf die Frage zurückzukommen, ich wohne in unserer schönen Stadt Erwitte und zwar im Ortsteil Bad Westernkotten. Mhm. Und das schon immer? Ja, ich bin tatsächlich ein Kind wirklich aus unserer Stadt oder von hier weg, wie man in Westfalen sagt, oder von unserer Heimatscholle. Bin groß geworden, auch in Bad Westernkotten, Kindergarten, Grundschule, danach zu unserem städtischen Gymnasium, habe da mein Abitur gemacht. Mhm. Bin auch danach für das duale Studium, was ich bei der Kreisverwaltung in Soest abgelegt habe, auch immer hier geblieben. Ich war immer ein bisschen heimatverwurzelt, muss man tatsächlich sagen. Auch wenn das Studium selbst in Münster stattgefunden hat, war ich quasi Heimschläfer, würde man, glaube ich, bei der Bundeswehr sagen. Okay. Lag aber auch an vielen, ich sag mal, Aktivitäten rundherum. Also vielen Hobbys, immer sehr heimatverwurzelt. Im sportlichen Bereich, DLRG, Schützenwesen und so weiter. War immer meins, einen guten Freundeskreis da gehabt. Und von daher, ja, wie gesagt, Kind von der Heimatscholle. Und deshalb auch das tollste Amt jetzt gerade der eigenen Heimatscholle inne. Ja, richtig cool. Und in Bad Westernkotten wohnst du jetzt auch mit deiner Familie? Wir haben vor jetzt fast über 10 Jahren das Haus, also mein Elternhaus quasi übernommen. Mhm. Meine Eltern sind in das Haus meiner Großeltern gezogen. Meine Frau und ich, Carina, haben unser Haus dann fertig gemacht nach unseren Wünschen oder mein Elternhaus dann fertig gemacht nach unseren Wünschen, sind dann zusammengezogen. Ja, sind seit 2019 glückliche Eltern. Unserer Tochter Paulina und leben da ja in unseren eigenen 4 Wänden, die wir von unseren Eltern quasi mit übernommen haben. Eine Frage habe ich noch an dich, Hendrik. Mit welchen 3 Worten würdest du dich beschreiben? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist ja fast wie im Auswahlgespräch oder ähnliches. Ein Bewerbungsgespräch, ne? Genau. Ja, so ähnlich. Aber da kommt mir tatsächlich etwas in Erinnerung. Ich habe mit meiner Frau jetzt am Wochenende noch drüber gesprochen. Ihr wurde mal die Frage gestellt, wie sie mich charakterisiert. Ich finde es immer besser, wenn man vielleicht fremd charakterisiert wird. Und wir haben uns, das war damals in einem Interview von unserer Tageszeitung, von Patrioten. Ich habe es mir tatsächlich am Wochenende nochmal durchgelesen, deshalb ist es noch so ein bisschen präsent bei mir. Das war zum einen, wenn er was macht, macht das zu 100%. Er ist treu, er ist ehrlich, intelligent, verantwortungsbewusst und ein toller Papa und Ehemann war das. Das ist schon toll umschrieben und wenn das ein anderer Mensch über einen sagt, ist das, glaube ich, noch wichtiger, als wenn man selber das über sich sagen kann. Ja, ich glaube, unterm Strich, ich würde es auch unterschreiben persönlich. Das ist ein ziemlich fettes Kompliment, was sie dir da gemacht hat. Und jeder Gast darf ja bei mir 3 Songs mitbringen. Und den ersten von dir, der passt ganz genau jetzt hier hinter dieses Zitat deiner Frau. Ich mach das mal an. Hendrik Henneböl. So ein bisschen, was haben wir schon über dich erfahren? Du bist ein Kind aus unserer Region, du bist verheiratet, du bist ein Freund, du bist in Vereinen tätig. Jetzt könnten wir mal drauf zu sprechen kommen, was eigentlich dein Beruf ist. Mein Beruf ist eigentlich der schönste und ehrenvollste einer Kommune, und zwar Bürgermeister unserer Stadt Erwitte zu sein. Ja, und das darf ich mich seit dem 1. November 2020 nennen, nachdem mich die Erwitterinnen und Erwitter auch im September 2020 gewählt haben. Fein. Und ist das so eine Sache, wo man als kleiner Junge schon mal drauf rumträumt und sagt, boah, wenn ich mal groß bin, das könnte ich mir vorstellen? Oder wächst das so mit einem mit? Das wächst schon. Das wächst irgendwie schon. Und das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, da bin ich jetzt reingesprungen. Ich war 30 Jahre oder gerade 30 Jahre, als ich gefragt worden bin, ob ich Bürgermeister der Stadt Erwitte werden will. Ganz ehrlich gesprochen, ich konnte mir das da durchaus vorstellen an der Stelle. Das war auch viele Menschen, die mit einem gesprochen haben, haben durchaus auch gesagt, hey, du könntest irgendwo mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du machst, so wie du bist, doch auch gut in die Politik beziehungsweise hier Bürgermeister, also ein entsprechendes Amt bekleiden. Dass ich dann tatsächlich mit meinem 30. Lebensjahr gefragt werde, der Stelle seinerzeit von 3 Parteien in Erwitte, ob ich Bürgermeister meiner eigenen Kommune werden möchte, das war schon eine riesige Ehre. Das war auch ein Überlegungsprozess, das gebe ich ganz offen zu. Aber
seitdem dieses Amt, die, seit der Wahl und seitdem man dieses Amt innehatte, ist es für mich auch jeden Tag wirklich eine Ehre. Und es macht mir richtig viel Freude, Bürgermeister unserer Stadt zu sein und damit die eigene Heimat mit gemeinsam mit dem Rat, gemeinsam mit den Kollegen in der Verwaltung, mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten zu können. Okay, und du hast eben gesagt, aufgrund deiner Fähigkeiten ist man darauf gekommen, dich zu fragen, welche Fähigkeiten sollte man denn da mitbringen? Kann ein Bürgermeister jeder werden oder sollte man ein bestimmtes Background-Wissen haben? Ja, Fähigkeiten oder Kompetenzen ist, glaube ich, breit gefächert an dieser Stelle. Das eine sind natürlich bestimmte Netzwerke, die man in der Stadt haben möchte. Ich habe gerade schon gesprochen, dass ich sehr stark im Ehrenamt engagiert bin. Dadurch kennt man viele Menschen in vielen Ortsteilen in unserer Stadt. Das ist so das eine. Dann auch den Kontakt zur Politik über verschiedene Projekte aus der DLRG, aus dem Sport heraus oder in anderen Bereichen hatte man das. Aber erstmal formal, nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, gibt es nicht die Hürde, dass es da ist, man muss eine bestimmte berufliche Qualifikation mitbringen, um Bürgermeister zu werden. Man muss das Wahlrecht besitzen, also in NRW sind das 21 Jahre alt zu sein und wie gesagt Bürger der entsprechenden Stadt zu sein, das sogenannte passive Wahlrecht. Und damit ist erstmal jeder wählbar. Ich glaube aber schon, dass es ein paar Rahmenvoraussetzungen gibt, die einem die Führung dieses Amtes einfacher machen. Über einiges habe ich gerade gesprochen. Das ist so das Netzwerk in die Stadt, in die Politik, in die Zivilgesellschaft einer Stadt hinein. Die andere Seite ist, als Bürgermeister ist man nicht nur Repräsentant und leitet die Stadtratssitzung, also betreibt quasi auch Entscheidungen und Politik, sondern auf der anderen Seite ist man auch oberster Vorgesetzter der Stadtverwaltung, also oberster Dienstherr, wie es so schön heißt. Da hilft es schon sehr, wenn man einen entsprechenden fachlichen Background mitbringt. Und das habe ich durch mein Studium als Diplom-Verwaltungswirt natürlich an vielen, vielen Stellen von der Pike auf gelernt, durfte in unterschiedliche Bereiche in meiner damaligen Dienststelle, der Kreisverwaltung Soest, hineinschnuppern. Mhm. Und ja, das wäre jetzt völlig an der Realität vorbei, wenn man nicht sagen würde, dass einem das schon an vielen Stellen hilft, wenn man über das, was die Kolleginnen und Kollegen dort in einer Stadtverwaltung machen, angefangen vom Haushaltsrecht über Personalfragen, über Organisationsfragen, viele rechtliche Rahmenbedingungen, weiß, von dem man verspricht und in welchem Handlungsrahmen man auch Gespräche führt, Entscheidungen trifft. Das hilft schon enorm, muss man wirklich sagen. Bon Jovi, Living on a Prayer, hat der Bürgermeister aus Erwitte mitgebracht. Genau. Schön. Gute Musik hast du ausgesucht. Macht gerade richtig Spaß. Du sag mal, du hast eben schon vom Repräsentieren gesprochen. Was genau sind eigentlich die Aufgaben eines Bürgermeisters der Stadt Erwitte? Oh, wenn ich jetzt einzeln anfangen würde, würden wir den Rahmen der Sendung sprengen. Oh, das können wir nicht machen. Nein, das mache ich auch nicht. Aber ich würde es in drei Blöcke im Wesentlichen teilen. Das eine ist, was ich gerade gesagt habe, das, wo viele Menschen einen auch sehen, das Repräsentative, das draußen, wenn eine Einweihungsveranstaltung ist, ein runder Geburtstag ist, wenn Veranstaltungen wie unsere Schützenfeste, Heimatfeste sind oder ähnliches. Daneben ist auch natürlich das politische Geschäft. Als Bürgermeister leite ich die Sitzungen unseres Haupt- und Finanzausschusses und des Rats. Mhm. Und natürlich führt man an dieser Stelle als Bürgermeister auch eine ganze Menge an Hintergrundgesprächen zu Politik. Man spricht mit den Fraktionen im Stadtrat, wie Entscheidungen zu bestimmten Sachverhalten, die jetzt anstehen, wie wir die treffen können, wie Mehrheiten dazu stehen und ähnliches. Also das heißt im Wesentlichen, in den unterschiedlichen Sachentscheidungen die politischen Entscheidungen der Stadt auch herbeiführen und auch mitgestalten. Und der Bereich, den ganz wenige Leute sehen, das ist tatsächlich, man ist, ich habe es gerade diesen Begriff des äußeren Dienstherrn, also das heißt, man ist Chef der Stadtverwaltung. Mhm. Das sind knapp 160 Köpfe bei uns in Erwitte. Und das ist auch schon ein sehr intensiver Teil natürlich, diese Menschen zu führen, diese Organisation zu führen, mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Rathaus, auch das, was der Rat beschließt, dann umzusetzen, die Anforderungen, die an uns als Verwaltung gestellt werden, umzusetzen und dabei auch das Ganze erfolgreich quasi für die Stadt nach außen auch so zu leiten, dass was rauskommt. Das hat meiner gesagt, eine Verwaltung ist so kompliziert wie ein Klavier, aber wie das beim Klavier nun mal so ist, wenn man es gut spielen kann, kommt tolle Musik raus. Na, das stimmt. Und da gibt es auch weiße Tasten und schwarze Tasten. Genau. Und so ist das in jeder Firma wahrscheinlich auch. Es gibt auch mal Tage, die sind nicht ganz so prickeln, die sind so ein bisschen molllastig. Schöner Vergleich. Gefällt mir gut. Ja. Ja. Hast du noch so eine besondere Anekdote, wo du sagst, das war mal ein ganz besonderes Erlebnis als Bürgermeister? Ach, ich glaube, wenn ich jetzt ein Einzelnes rausgreifen würde, würde ich mit Sicherheit irgendwem
vom Kopf stoßen oder ähnliches. Und es ist auch schwierig. Die Woche hat so 60, 70 Stunden roundabout und es ist total unterschiedlich, wenn man so einen Tag mal durchgeht. Also wenn ich jetzt heute mal durchgehe, heute Morgen haben wir zusammengesessen, da ging es um Krisenereignisse, wie stellen wir unsere Gefahrenabwehrplanung auf. Danach ging es in die Gewerbeansiedlung, danach um konkrete Bauprojekte unserer Stadt, entsprechende Bauprojekte. Dann ging es um Personalentscheidungen und Personalentwicklungsthemen. Danach hatte ich politische Gespräche, bevor ich jetzt hier im Interview sitze, und gleich im Anschluss habe ich noch ein Vorbereitungsgespräch für eine Eheschließung. Und im Groben kann man sagen... Das ist ein ganz buntes Potpourri, oder? Von allem, ja, was dabei. Genau, also von daher das zu charakterisieren, was gehört jetzt gerade jeden Tag immer dazu, es ist total bunt. Mhm. Das macht es auch so spannend. Und ich sag mal so, das sind natürlich besondere Momente, die herausstechen, sind die, wo man viel auch mit Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere auch Bürgern, die sich sehr verdient gemacht haben, unsere Stadt herausstechen. Wir haben den Abend des Ehrenamtes hier bei uns eingeführt. Da werden Menschen ausgezeichnet, die sich besonders um das Gemeinwohl in unserer Stadt verdient gemacht haben. Hochrangige Gäste dabei. Das sind tolle Momente, wenn man die Geschichte dieser Menschen auch erzählen kann, sie auszeichnen kann dafür stellvertretend für Rat und Verwaltung. Aber auch so Abende wie die Patenschaft mit unserer Pateneinheit der Bundeswehr. Das sind natürlich einmalige Momente. Ja. Aber insgesamt kann man sagen, insbesondere wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammensteht und auch Impulse kriegt, Feedbacks kriegt, auch wirklich auch ehrliche Feedbacks dann bekommt, das ist wichtig und richtig und ist genauso wichtig wie vielleicht der besonders repräsentative Termin oder ähnliches. Also von daher, es ist ein ganz, ganz bunter Strauß, so bunt wie die Termine an dem Tag sind. Und ein Moment, der heraussticht, würde ich jetzt nicht benennen. Ganz persönlich ist es natürlich der Moment, wenn man ernannt wird als Bürgermeister vor dem Rat. Das bleibt ja, schon hängen. Das bleibt hängen, das glaube ich. Henrik, sag mal, ich frage immer jeden meiner Gäste total gerne nach seinem Lieblingszitat. Hast du mir auch eins mitgebracht? Ja, ich habe eins mitgebracht. Tatsächlich eins, was ich sehr, sehr richtig finde, beziehungsweise auch das, was daraus resultiert. Mhm. Und das ist schon John F. Kennedy. Und zwar, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag dich, was du für dein Land tun kannst. Und okay, ich finde, das sagt eine ganze, ganze Menge aus. Und ich glaube auch manchmal was aus, was wir uns gerade auch in diesen Zeiten alle vielleicht auch ein Stück zu Herzen nehmen können. Ja, das stimmt. Das ist cool. Du hast eben zum Beispiel gesagt, also natürlich bist du beruflich schon sehr für dein Land eingespannt, aber in deiner Freizeit warst du ja auch immer ehrenamtlich sehr aktiv in vielen Vereinen unterwegs. Ich weiß zum Beispiel, dass du im DLRG warst. Was hast du da so gemacht? Ja, genau. Also ich bin in den unterschiedlichen Bereichen. Das geht natürlich mit dem Amt so jetzt nicht mehr in den Funktionen, wo ich vorher tätig war. Aber viele Leute kennen mich natürlich in der roten Uniform der DLRG. Ja. Viele Jahre, ich sag mal, vom Training geben am Beckenrand bis hinterher zur Führungskraft im Katastrophenschutz, hatte verschiedene Funktionen inne, war stellvertretender Kreisverbandsleiter hier im Kreis Soest für den ganzen Katastrophenschutz und Einsatzbereich, verantwortlich in Erwitte auch das Gleiche. Mhm. Hat mich da in den unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, insbesondere ja, ich sag mal, auch der Aufbau, die Steuerung, Leitung der Einsatzabteilung der DLRG Erwitte, die ich bis 2020 so aufbauen und leiten konnte. Das war schon eine tolle Aufgabe. Ansonsten im Schützenwesen seit vielen, vielen Jahren auch im Vorstand aktiv, Schützenkönig gewesen, Stadtsportverband, 11 Jahre Vorstand als Geschäftsführer. Mhm. Das gehörte irgendwie dazu. Jetzt könnte man sagen Vereinsmeier, aber die Kontakte oder die Menschen, mit denen man kennengelernt hatte, auch die Art, Probleme zu lösen, was zu verändern an dieser Stelle, das ist das ganz, ganz Wichtige. Gibt ja das Lied gerade auch wieder. Also ich habe mir gerade so einen Satz hier notiert, wir wurden geboren, um die Welt zu verändern. Das war der einleitende Satz im letzten Lied. Und ich glaube, wenn wir uns das alles auch in Beziehung zu dem Kennedy-Zitat zu Herzen nehmen, das ist auch für mich die größte Motivation im Amt, was zu verändern, zum Besseren zu verändern. Und das war es früher auch im Ehrenamt immer. Und deshalb hat es mir so viel Freude gemacht, einfach auch mit so vielen Menschen in den unterschiedlichen Tätigkeiten zusammenzuarbeiten und was Gutes zu erreichen. Nicht nur für sich selbst, was weiß ich, die sportliche Fitness zu erhöhen oder sowas, sondern irgendwie das Gemeinwesen nach vorne zu bringen. Und das ist schon also auch ein tolles Gefühl, muss man an dieser Stelle sagen, was einem das gibt. Ja, und ist wichtig. Hat man in den letzten Jahren ganz besonders gelernt. Sag mal, die rote Jacke, hast du die noch?
Ja, die habe ich noch natürlich. Das legt man auch genauso wie den Schützenhut nicht ab. Ich schätze natürlich nicht mehr die Funktion, die ich eben genannt habe. Mhm. Im Vorständen habe ich abgegeben. Nichtsdestotrotz, wenn es mir möglich ist, gehe ich zum Übungsabend, nehme an Übungen teil. Schön. War neulich noch auf einer Übung bei euch in Schallern zum Beispiel, ja, mit dabei. Und auch wenn der Melder dann mal geht und es geht wirklich, die dienstlichen Möglichkeiten lassen es zu, fahre ich auch noch Einsätze mit. Klasse. Alte Kamelle ganz frisch aufgepeppt. Sag mal, hast du was Besonderes im Hinterkopf, als du gesagt hast, spiel das doch mal? Ja, tatsächlich. Das ist das gute Laune-Lied meiner Frau, würde ich sagen. Von daher ist das, die muss so oft auf mich verzichten, jetzt hier der Musikwunsch für meine Frau gewesen. Schön, schön. Man hört es tatsächlich in letzter Zeit öfter, diesen Song, und es ist ein fürchterlicher Ohrwurm. Das stimmt, ist geremixed worden, glaube ich, irgendwie an dieser Stelle in letzter Zeit, ja. Was gibt es in der Stadt Erwitt zu remixen? Hast du irgendwelche besonderen Projekte gerade auf deiner Agenda stehen, wo du sagst, boah, da will ich mal was dran tun? Also ich glaube, wir haben das schon geschafft, gemeinsam Rat und Verwaltung eine Menge anzustoßen. Mhm. Aber insgesamt Erwitt mit seinen 15 Ortsteilen und den vielen tollen Menschen ist eine Stadt mit enormem Potenzial. Mhm. Die Potenziale gilt es zu heben. Ich glaube, wie schon gerade gesagt, an vielen Stellen ist es uns das schon in den letzten 2,5 Jahren gelungen. Ich nehme zum Beispiel die komplette neue Schulentwicklung, unsere Schullandschaft, die komplett umstrukturiert wird gerade noch, und bis 2025 setzt sich der Prozess fort. Das riesige neue Industriequartier Erwitte Süd auf dem ehemaligen Gelände des Zementwerks Sabel und Söhne. Mhm. Wir sind klimaneutrale Zementregion, Modellregion für NRW geworden. Unsere Sicherheitsinfrastruktur, gerade mit Blick auf die Krisen, Feuerwehr, Katastrophenschutz, haben wir neu strukturiert. Mobilität, gerade auch für die kleineren Ortsteile im Westen, verbessert. Stichwort Helmo. Helmo, ja, ganz beliebtes Ding, auch in Schallern vor allem. Genau, ja, genau. Wird sehr gerne gerufen. Mhm. Genau, aber auch in vielen Ortsteilen haben wir eine Menge gemacht für die Sportinvestitionen und setzen die auch weiter fort noch in den nächsten Jahren. Aber auch allgemeine Infrastruktur, wie den Schlosspark, den wir neu gestalten wollen, oder die Kurpromenade in Bad Westernkotten. Das sind einige der Projekte, die jetzt angestoßen worden sind. Und ja, zum Remixen hast du gerade gesagt. jetzt geht es natürlich darum, das, was angestoßen ist, erfolgreich auch umzusetzen. Und ich sehe, darüber hinaus hat Erwitt noch mehr Potenziale. Und mein Ziel ist es natürlich, auch als Bürgermeister gemeinsam mit unserem Stadtrat, mit den Parteien im Stadtrat und meinen Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung diese Potenziale sukzessive zu heben. Mhm. Und Ziel muss es dafür sein, möglichst viel. Man wird nie alles sofort und auf einen Schlag hinbekommen. Auch das, was man vielleicht über Jahre sagt, da hätte man noch mal was tun können oder ähnliches, wird man nicht sofort erledigen können. Aber sukzessive dran zu bleiben und zu sagen, diese tollen Potenziale, die unsere 15 Ortsteile, unsere Stadt, die Menschen in unserer Stadt haben, sukzessive zu heben und zu entwickeln, das muss eigentlich das Ziel sein. Und da haben wir jetzt in den ersten Jahren, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Vieles ist schon in der Umsetzung, vieles geht in die Umsetzung. Und ich bin optimistisch, dass wir auch in den nächsten Jahren noch einiges für Erwitt erreichen können. Und dann geht das jeden Morgen mit Feuereifer ins Büro und dann? Ja, das ist so. Das ist so. Jeder Tag ist anders, klar. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, in der Konstellation. Ich habe ja gerade mal einmal so meinen quasi am heutigen Tag mal runter. Genau, sind wir so durchgegangen. Und da geht es natürlich rein. Es ist nicht jeder Tag, dass man himmelhoch jauchzend, das ist so, da reingeht. Weil es gibt auch eine Menge natürlich Entscheidungen, die sind schwierig, gerade in Krisenzeiten. Mhm. Da überlegt man schon, da berät man auch sauber innerhalb der Verwaltung mit der Politik gemeinsam, wie löst man das. Aber Entscheidungen müssen getroffen werden. Und dadurch, dass man sie nicht trifft, werden auch nicht die Sachverhalte anders oder im Zweifel besser oder irgendwie oder verändern sich in ihrer Konstellation. Von daher gilt es, das zu tun. Das macht man nicht immer, gerade wenn es schwierige Entscheidungen sind, macht man das nicht himmelhoch jauchzend. Aber ich darf sagen, ich glaube, dass wir eine Menge gute Entscheidungen, über die wir wirklich froh sein können, in den letzten Jahren gemeinsam getroffen haben. Und das macht der Bürgermeister nicht alleine, sondern das liegt vor allem auch, glaube ich, an einer sehr guten Zusammenarbeit bei uns im Stadtrat. Und da haben wir auch eine Menge hochengagierte Menschen, die was für ihre Stadt, für ihren Wahlbezirk, für ihren Ortsteil erreichen wollen. Das macht Spaß, mit diesen Menschen und vor allem auch den Kolleginnen und Kollegen unserer Stadtverwaltung, unsere Stadt dort immer ein Stückchen jeden Tag weiter nach vorne zu bringen.
apropos Show Must Go On. Ich komme dich besuchen im Rathaus. Fällt mir jetzt gerade mal so ein, wo ich die Musik abspiele. Okay, und zwar im November ist Vorleseabend. Da komme ich ins Rathaus und lese was vor. Ja, und cool. Bringe meine Band mit. Und dann machen wir da noch ein bisschen Partyalarm. Bei euch vorne im Rathaus. Oh, sind Foyer, ja, cool. Ja, cool, coole Sache. Ja, sind immer wieder mal kleinere Veranstaltungen, die wir da haben. Mhm. Ob das mal eine Vernissage ist, ob das mal eine Ausstellung ist oder ob das mal eine Vorlesung ist oder ähnliches. Mhm. Ja, das bietet sich dafür an. Fällt mir gerade ein, Show Must Go On, genau, das passt doch gut. Ja, definitiv, definitiv. Vielleicht laufen wir uns da über den Weg. Das kann gut sein an dem Abend. Ihr habt den Kalender bis dahin tatsächlich jetzt nicht im Kopf. Das kann ich mir vorstellen, weil genau. So viele Termine an einem Tag. Also siehst du, der Termin liegt bis dahin, aber da wird man sich mit Sicherheit dann mal sehen an der Stelle. Guck. Ja, die Stunde ist schon um. Fällt dir noch irgendwas ganz Wichtiges ein, was du noch sagen möchtest oder wen du noch grüßen oder wo du dich vielleicht bedanken möchtest? Dann wäre jetzt voll die Gelegenheit dazu. Ja, also bedanken möchte ich mich vor allem bei meiner Familie, die gerade auch mit diesem Amt, was ich bekleide, eine ganze, ganze Menge, vor allem unsere Tochter auf mich verzichten muss. Ja. Meine Frau, die mich da immer wirklich super unterstützt, aber auch meine Eltern, meine Schwiegereltern, denen gilt da mit Sicherheit ein ganz, ganz besonderes Dankeschön. Und ansonsten der Dank natürlich in unsere Stadt an die unterschiedlichen Menschen in den unterschiedlichen Bereichen, das ausmachen, was Erwitte ist, ob das im wirtschaftlichen Bereich ist, im politischen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich. Hätten wir da nicht so viele hochengagierte Menschen in diesen ganzen Bereichen, dann sähe Erwitte nicht so aus, wie es ist. Und auch wenn die Zeiten schwierig sind, hoffe ich, dass alle motiviert weiter bei der Stange bleiben in ihren einzelnen Domänen und ja, wir Erwitte, wie gesagt, ein Stückchen immer, immer besser machen. Dann ist schon Zeit, sich zu verabschieden. Im Studio waren Anja Jakob und Henrik Henneböhl, der Bürgermeister der Stadt Erwitte. Ich verabschiede mich. Wer das Interview verpasst hat, zu spät eingeschaltet hat, kann es sich demnächst noch auf YouTube wieder anhören. Auf meinem Kanal Frau Jakob stellt vor, kann man sich die Sendung nochmal zu Gemüte führen, nochmal drüber schmunzeln, nochmal genauer reinhören, wenn man möchte. Genau. Dann